Das ist viel für den ersten Tag. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Jo, doch, aber wir sind hier. Herzlich willkommen, meine Lieben. Hier ist der Opa Mario, euer alter Sack von Holston TV. Und ich wünsche natürlich wie immer gute Unterhaltung, auch in dieser neuen Folge bei Hogwarts Legacy. Auf geht's nach Hogsmeade. Na, auf geht's erstmal jetzt. Wenn wir Schlösser knacken können, knacken wir mal ein bisschen rum hier. Ja, ja. Wenn ich schon mal denke, ich kann große Fresse haben. Also. Hallo, Homura. Ja, das, wie gesagt, das kann man nicht beschreiben, das müsst ihr selber rauskriegen. Weil das merkst du am Vibrieren dann, ob das klappt oder nicht. Rebellion. Kein Demi Dingsbums. Ach, das hier zum Geschenkeladen, wa? Rebellion. Der Arme. Nee, ich würde die Süßigkeiten ja nicht haben. Okay. Ach, da geht's so runter in den Keller. Schon, aber ich weiß nicht, ob da nicht auch so eine Figur sitzt. Ja, ich staune, dass die Leute so tolerant sind, wa? Da können sie aber keinen Plus machen, ne? Rebellion. Das.
Rivelio. Oh, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich es doch kriege, aber schön. Rivelio. Ach, da waren wir eben doch drin. Das ist doch die Oma gewesen, oder? Ne, da ist die Oma. Nee, kann ich nicht, das stimmt. Das kann ich nicht. Die Poststelle, oder? Hallöchen. Lust auf eine kleine Stilveränderung? Wir haben eine große Auswahl. Sehen Sie sich in Ruhe um. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Ich auch. Hoffentlich hast du noch Geld. So. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Okay. Du gehörst mir, Demi Geis. Gott sei Dank. Sehr schön, sehr schön. Rivelio. Truhen hat man schon nachgeguckt, glaube ich, ja. Hallo. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Ey, ich bin und schon drin. Mit klebrigen Fingern anfassen. Ich bin schon drin. Dann nicht. Stufe 3, das ist natürlich, ja, Stufe 3 ist natürlich ganz schön, ne? Sorry. Oh. Nee, lass mich mal, wie ich bin. Rivelio. Hast du nichts hier, ne? Oh, schlürfen. 2 Geld. Nee, lieber wieder weg, die schlürft so dolle, ey. Ah, bald gar nicht gesehen. So, aber wieso kann ich denn nicht zu dem Tierwesen laden? Wieso ist der denn noch zu für mich? Was fehlt mir denn noch? Eine Bürste habe ich doch schon. Ich brauche doch dann auch Futter, wenn ich öfter und so, ne? Damit ich nach dem Bürsten füttern kann. Hallo, schön Sie zu sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Ja. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass sie hier waren, als sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Hey, Lodgok. Gut. Ich
Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Renrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Ja, wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Das ist ja vor allem über Renrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Renrock und unserem Freund Rookwood. Ja. Das stimmt. Ja. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Renrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Wissen Sie, an was Renrock und Rookwood zusammenarbeiten? Ich weiß nur, dass Sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Beide, jawohl. Gut. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Natürlich. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Jo, mach ich. So, der Eberkopf, der war doch nicht weiter weg, nicht so weit weg. Glaube ich jedenfalls, der war nicht weit weg. Achso, ist alles voll hier. Treppe kommt man gar nicht durch. Was war das? Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Hä? Ach, der Besen. Der Besenmann. Der Besenmann. Rebellion. Hast du im Moment was Neues für mich? Oder was anderes? Nee. Gut. Wieder ist es schon mal gut, dass die 24 Stunden am Tag offen haben, ne? Auf Stufe 2. Gar nicht. Eberkopf. Was machen Squibs aus ihrem Leben? Party. Gleichfalls, Amit. Disco. Und kein Apfel. Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Du gehörst mir, Demigeis. Wo? Wo, Demigeis? Demigeis. Wo ist er denn? Rebellion. So. Rebellion. Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein.
Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Renrock. Jetzt erinnere ich mich.